Fühlt man sich müde, schlapp, hat schlechte Laune und will ins Bett und man hat den ganzen Tag das Gefühl, dass alle gegen einen arbeiten, könnte das ein Zeichen eines Vitamin D-Mangels sein? Timo, du bist dran. Marcel, ehrlich, ich habe keinen Bock drauf. Nein, die Internetverbindung ist hier im Hotel so lahmarschig, dass ich es nicht schaffen werde, das Videofile vor nächstem Jahr bei dir ankommen zu lassen, wenn ich es dir übers Internet schicke. Erklär denen mal alleine, was so ein Vitamin D-Mangel im Körper alles anrichten kann. Und ich beschäftige mich. Es läuft, keine Sorge. Sorg dich nicht um mich. Oh Mann, alleine? Ich? Okay, was soll's? Insbesondere in den Wintermonaten werden das viele kennen. Manche nennen das deshalb auch Winterdepression. Ist nicht so interessant? Ist nicht so wichtig? Falsch, setzen. 6. Der Mangel von Vitamin D ist vor allem hier in unseren Breitengraden ziemlich häufig und sollte sowohl bei jungen als auch alten Menschen nicht unterschätzt werden. Warum? Tja, zum Glück machen wir hier solche Videos. Das da eben war Timo und ich bin Marcel. Willkommen zu einer neuen Folge MTMA. Bei uns bekommt ihr alltagsrelevante medizinische Themen aufgrund von Wissensmangel als Ergänzung substituiert. Wir könnten hierüber auch ein stundenlanges Video machen, da Vitamin D für unzählige Prozesse und für viele Organe eine wichtige Rolle spielt. Wir beschränken uns hier aber auf die häufigsten Probleme, die durch einen Vitamin D-Mangel entstehen können. Erstmal, Vitamin D ist eigentlich gar kein richtiges Vitamin. Vitamine zeichnen sich nämlich eigentlich dadurch aus, dass sie eine lebenswichtige Rolle spielen, aber vom Körper nicht in ausreichender Menge selber hergestellt werden können. Dies ist beim Vitamin D nicht ganz der Fall, da rein theoretisch der eigene Organismus dazu in der Lage wäre. Es handelt sich dabei um ein Hormon, welches tatsächlich vom eigenen Körper über verschiedene Schritte produziert werden kann. Im Sommer werden täglich 12 bis 15 Mikrogramm in unserer Haut mit Hilfe von UVB-Strahlen gebildet. Das ist schon ein relevanter Anteil unseres täglichen Bedarfs. Erstmal allgemein zum Vitamin D. Folgende Faktoren beeinflussen die körpereigene Herstellung. Man sagt dazu auch kutane Synthese. Kutan bedeutet dabei über die Haut und Synthese die Bildung. Das heißt also die Bildung über die Haut. Wichtig dabei sind Hauttyp, Hautfarbe, der Sonnenstand, also das Wetter, der Breitengrad, die Tageszeit und die Jahreszeit. Dadurch versteht sich quasi von selbst, dass im Winter die Menge auf Null, ja, Null sinken kann, weil zur Spaltung in der Haut ein UV-Index von mindestens 3 benötigt wird. Und das wiederum ist eigentlich schon eine Sonneneinstrahlung, bei der man eigentlich einen Sonnenschutz empfiehlt. Ja, da beißt sich die Katze in den. Ihr wisst schon. Bei vielen von uns sind die Speicher, die wir produzieren, bereits im Dezember aufgebraucht. Zusätzlich zur körpereigenen Produktion, und die kommt ja quasi bei schlechtem Wetter zum Erliegen, nehmen wir Vitamin D auch über die Nahrung auf. Allerdings sind das nur 2 bis 3 Mikrogramm am Tag. Es gibt auch Vitamin D-reiche Nahrungsmittel, wie beispielsweise fettreiche Fische, das sind Hering, Aal und Lachs, die bis zu 30 Mikrogramm auf 100 Gramm enthalten. Der Bedarf liegt bei 20 Mikrogramm pro Tag, aber wir essen ja nicht jeden Tag fettreiche Fische und das wäre jetzt auch nicht im Sinne einer ausgewogenen Ernährung. Man spricht von etwa 15 bis 20% der Normalbevölkerung, die an einem Vitamin D-Mangel leiden. Dabei würden eigentlich 5 bis 25 Minuten Sonnenexposition, also Einstrahlung durch die Sonne, bei unbedecktem Gesicht, unbedeckten Händen und Teilen der Unterarme ausreichen, um den täglichen Bedarf bzw. einen wesentlichen Anteil des täglichen Bedarfs zu decken und genügend für die Speicher in den Wintermonaten anzuhäufen. Mit zunehmendem Alter wird allerdings immer weniger Vitamin D in der Haut gebildet. Eventuell hängt das mit der abnehmenden Hautdicke zusammen. Dazu kommt, dass wir heutzutage einfach weniger draußen rumlaufen, wir Angst vor Sonnenbränden haben und manche sogar noch vor dem Ozonloch und deswegen Sonnencremes mit Lichtschutzfaktor bis zu 50 verwenden, wobei eigentlich schon erwiesen ist, dass ab einem Lichtschutzfaktor von 8 die kutane Produktion von Vitamin D, also die Produktion in der Haut von Vitamin D nahezu vollständig unterbunden wird. Okay, jetzt habe ich sehr weit ausgeholt. Aber jedem sollte jetzt eigentlich klar sein, dass sehr viele Menschen in Deutschland an einem Vitamin D-Mangel leiden. Und das gilt von jung bis alt. Und diesen Vitamin D-Mangel sollte man durch Erhöhung der Sonneneinstrahlung auf die Haut und durch Nahrungsergänzung tatsächlich aus mehreren Gründen behandeln. Was macht denn so ein Mangel? Wir wollen hier hauptsächlich auf 3 Punkte eingehen.
Knochenstoffwechsel, Depressionen und Immunabwehr. Knochenstoffwechsel. Hört man Knochenstoffwechsel, denkt man in erster Linie an alte Menschen mit Osteoporose und vielen Knochenbrüchen. Das ist auch gar nicht so verkehrt, denn bei Osteoporose kommt Vitamin D auch tatsächlich als Therapeutikum in Einsatz. Aber ein Vitamin D-Mangel ist zwar nicht ganz altersunabhängig, trotzdem leiden sehr viele junge Menschen darunter und gerade unter denen gibt es viele, die intensiv Sport treiben. Die Wahrscheinlichkeit unter den Athleten, einen Vitamin-D-Mangel zu haben, entspricht eigentlich genau der Normalbevölkerung. Und somit hat auch unter Sportlern ein relevanter Anteil hier bei uns in unseren Breitengraden einen Vitamin-D-Mangel. Es gibt mehrere Studien, die zeigen konnten, dass so ein Mangel mit einer Minderung der Leistungsfähigkeit, einer Erhöhung der Regenerationszeit nach einer hohen sportlichen Belastung sowie einem erhöhten Risiko für Muskelfaserrisse und Stressfrakturen, also Stressknochenbrüche, einhergeht. Es zeigte sich auch, dass eine Substitution, also eine Zufuhr über ein Ergänzungsmittel, sich positiv auf diese Faktoren auswirkte. Kommen wir zu Depressionen. Depressionen sind eine der häufigsten psychischen Erkrankungen. Das ist auch relevant für junge Menschen, denn Erstmanifestationen treten häufig zwischen dem 18. und 25. Lebensjahr auf. Dabei gibt es viele Hinweise dafür, dass auch ein Vitamin-D-Mangel dafür ursächlich sein könnte. Laut aktuellen Studien soll sich das Risiko für eine Depression bei Vitamin-D-Mangel sogar verdoppeln. Die biochemischen Abläufe diesbezüglich im Kopf sind ziemlich hardcore und die lassen wir mal weg. Das Problem ist, dass Studien zwar zeigen konnten, dass Patienten, die unter einer Depression leiden, eher häufig auch an einem Vitamin-D-Mangel leiden. In älteren Arbeiten konnte allerdings der Ausgleich des Vitamin-D-Mangels aber keine Verbesserung der Symptomatik laut ausgefüllten Fragebögen der Probanden zeigen. Aber trotz der nicht ganz eindeutigen Studienlage gibt es Kliniken, die Vitamin-D bei Depression als Therapeutikum anwenden und immer wieder Erfolge erzielen. Auch ich hatte schon Kontakt zu Menschen, die nach der Einnahme von Vitamin D über eine deutliche Besserung ihrer Depression berichteten. So kommen wir zur Immunabwehr und bleiben wir gleich bei den Studien, denn es gibt genug, die zeigen konnten, dass Vitamin D mit einer Stärkung der Immunabwehr einhergeht. Zusätzlich wurde der Vitamin D-Rezeptor, ja, der hat keinen fancy Namen, der heißt tatsächlich Vitamin D-Rezeptor, auch in Zellen des Immunsystems nachgewiesen. Dadurch können beispielsweise Fresszellen des Immunsystems aktiviert werden, die dann frühzeitig in der Lage sind, Erreger abzufangen. Also kommen wir mal zu einem Fazit bezüglich dieses Vitamin Ds. Es sollte jetzt eigentlich jedem klar sein, dass ein Großteil der Bevölkerung in unserem Breitengrad unter einem Vitamin D-Mangel leidet. Der Ausgleich über eine Nahrungsergänzung ist relativ einfach, da entsprechende Produkte entweder online oder bei einer Apotheke frei verkäuflich sind. Empfohlen sind täglich 1000 internationale Einheiten und sollten bei einer unkontrollierten Einnahme auch nicht überschritten werden. Somit ist eine höhere Dosierung nur unter ärztlicher Kontrolle zu empfehlen. Wie sieht es denn bei euch aus? Habt ihr einen Vitamin D-Mangel? Also nachgewiesenermaßen. Substituiert ihr schon Vitamin D? Schreibt es uns gerne mal in die Kommentare. Habt ihr sonst noch Fragen zu dem Thema, schreibt sie uns ebenfalls gerne in die Kommentare. Habt ihr Themenvorschläge in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und ansonsten bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.